Hallo, hier ist wieder Antje von der Stempelinsel. Willkommen zum Teil 2 der Ideen von mir für die Stanzen aus dem Set Farbenfrohe Pflanzenwelt. Und ich hatte euch ja im gestrigen Video schon 2 Karten gezeigt. Ich habe sie hier nochmal für euch. Diese beiden hatte ich euch gezeigt, wie ihr da mit der Handstanze auch zum Beispiel auch noch Etiketten gestalten könnt. Oder hier auch mal so einen Negativeffekt statt einen Aufleger zu gestalten, halt einfach auch das Ganze in den Hintergrund zu setzen. Ja, diese 2 Karten, die habe ich euch gestern schon gezeigt, wie ihr die macht. Und ich habe heute auch wieder 2 Karten für euch. Und es ist ja die Konserve, das hatte ich euch ja schon erzählt. Aber zum Wochenende gibt es dann nochmal auch hier zu diesem Set und zu der Reihe nochmal so ein paar Ideen meinerseits. Ja, wir arbeiten heute mal mit dieser Stanze. Die hatten wir jetzt ja die letzten Tage noch gar nicht. Und natürlich auch wieder mit dem Stempelset. Und die erste Karte, die ich euch zeigen möchte, die habe ich einmal hier vorbereitet. Da habe ich einmal auch wieder das Designerpapier benutzt und natürlich auch dann die Farben so ein bisschen angepasst. Ich habe also jetzt hier, und es geht eine Karte, die nach oben hin mal aufklappt. Das habe ich gedacht, das ist mal ein anderes Format. Das ist ein DIN A4 Bogen, halbiert bei 10,5 cm, also in der Länge, und gefalzt dann bei 14,85 cm, sodass der nach oben hin zu öffnen ist. Dann habe ich daraufhin angepasst schon ein Stück aus dem Designerpapier. Farbenfrohe Pflanzenwelt, das habe ich hier vorbereitet. Das hat das Format 10 x 14,3 cm. Das könnt ihr auch eigentlich schon direkt auf der Karte fixieren. Achtet ein bisschen auf die Abstände, aber das kennt ihr ja, das brauche ich euch alles nicht sagen. So, und dann habt ihr das Designerpapier hier schon mal fixiert. Dann habe ich nochmal ein anderes Designerpapier aus der Reihe, das mit den kleinen Blümchen, genutzt, und daraus stanzen wir uns jetzt mit dieser Handstanze, die so ein bisschen das andere Format hat, erstmal 4, vielleicht brauchen wir auch 5 Elemente. Die könnt ihr dann hier schon mal schauen, ob das hier so raufpasst. Die könnt ihr hier legen. Vielleicht nehmen wir auch noch mal einen dazu. Mal gucken, wie das Ganze gleich aussieht. Die nicht so weit weglegen, die brauchen wir gleich noch. Und wir bestempeln das Ganze wieder. Ich habe jetzt hier nochmal wieder mein Calypso. Ich stempel also Ton in Ton und nehme mir da auch dann die Blume zu. Da trage ich einmal die Farbe auf. Das hätte man natürlich auch vorher schon machen können, aber es geht auch so. Da stempel ich einmal mit drauf und dann noch einmal ein bisschen verschoben daneben. Da gehe ich ein bisschen höher. So, da habt ihr einmal noch so ein bisschen Hintergrund gestempelt. Das ist ganz schwach zu erkennen, gibt dem Ganzen aber dann auch nochmal so ein bisschen, ja, nochmal so ein bisschen den Pep, finde ich. Dann nehmt ihr euch, wir bleiben beim Stempeln und wir bleiben auch bei unserem Calypso. Einmal ein Stück in Vanille habe ich jetzt hier genommen, weil das findet sich ja in den Farben der Grundton Vanille und nicht Grundweiß. Und das ganze Stückchen hier hat eine Breite von 1 cm. Und den nehmt ihr euch und da gibt es als erstes einmal den Spruch Post für dich. Den legt ihr euch einmal auf einen Acrylblock. Und dann stempelt ihr euch einmal diese Nachricht auf euren 1 cm Stückchen. Dann nehmt ihr euch diese Stanze, das ist diese hier, und da habt ihr genau diesen Auslass auch von 1 cm, und dann könnt ihr, das ist ein bisschen mehr, aber es geht auch so, ne? Also 1 cm ist da, glaube ich, schon ganz gut. Das lässt sich auch mal gut mit den Stempeln benutzen, und dann friemelt ihr euch das hier an der Seite herein, oder ihr macht es, das habe ich euch gestern schon gezeigt, einmal von der einen Seite, richtet das so ein bisschen aus und dann habt ihr diesen Wimpel gestanzt. So nenne ich das Ganze mal. Das läuft spitz zusammen. Ja, das Ganze macht ihr dann auch noch in die andere Richtung. Auch hier ausrichten. Und so könnt ihr das natürlich auch immer anpassen an die Grußlänge. Ne? Es muss halt dann eben nur passen. Ihr könnt hier auch noch ein bisschen breiter werden. Also wenn ich das einmal ausmesse,
dann haben wir hier einen Auslass von 1,1 bis 1,2 cm. Also das probiert ihr mal aus. Ich habe es jetzt mit einem Zentimeter ausprobiert und finde es eigentlich auch so von der Größe passend zum Stempel ganz gut. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen länger lassen können, aber ich denke, das ist so okay. Ja, und jetzt nehmen wir unsere ausgestanzten Blütenelemente und setzen die hier einfach nochmal auf die Karte. Sind ja so ein bisschen auch so wie Windmühlen. Man kann das dann auch zum Beispiel hier nochmal so aufeinander setzen. Das geht natürlich auch. Ich setze das jetzt hier einfach so ein bisschen schräg auch. Na, wir lassen das bei 4. Und das Ganze hier bekommt unser Aufleger bekommt ein Dimensional. Der hat ja auch dieses Maß von einem Zentimeter, sodass das ganz gut passt. Und den setzt ihr euch auch hier auf die Karte. Ja, was nicht fehlen darf, nochmal so ein paar Strass- oder Paillettenelemente. Und natürlich noch eine Innenkarte, die hatte ich auch hier schon vorgeschnitten. Und da stempel ich jetzt nochmal wieder meine Blume in Calypso, damit sich das ein bisschen wiederfindet. Und das mache ich hier bei diesem Stempelset auch wahnsinnig gerne, weil ich es einfach auch so schön finde. Und das klebt ihr jetzt einfach noch hier in die Karte hinein. Und das ist die erste Kartenidee für heute. Mit diesen Stanzen einfach so Blüten gesetzt und auch dann hier gleichzeitig den Aufleger gestaltet. Die erste Idee für heute. Die zweite Kartenidee, da habe ich jetzt hier auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einmal Designerpapier und jetzt wird hier ein bisschen mehr gestempelt. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr die Stempel vorher benutzt habt, die muss ich jetzt einmal durchreinigen, weil ich bei den Stempeln mit anderen Farben arbeite. Ich lege mir jetzt einmal zurecht das Currygelb. Das findet sich hier auch wieder. Dann haben wir einmal Lagunenblau habe ich da genommen. Genau, oder habe ich mir als Idee genommen. Und dann auch nochmal wieder unser Calypso. Die Farben habe ich einmal hier. Und ich habe einmal eine Grundkarte in Vanille. Das ist einmal diese hier. Die hat 21, ihr kennt das Format, mal 14,85 cm. Die habe ich noch nicht gefalzt, weil ich habe jetzt hier ein Stück Designerpapier. Das habe ich mir zurechtgeschnitten, auch in einer gleichen Kartenbreite wie die 14,85 cm. Also 14,85 cm. Und das Ganze habe ich aber auf 15,2 cm gelassen. Ich habe jetzt hier nur auf die Richtung geachtet, also auf den Verlauf des Musters. Und um das Ganze hier nochmal so ein bisschen auch zu unterstützen, habt ihr im Stempelset diese Streifen. Die finden sich vereinzelt auch so in dem Designerpapier wieder. Aber auch hier bestempel ich jetzt das Designerpapier. Nehme da auch mein Currygelb mit diesen Streifen. Und gehe hier nochmal so vereinzelt über das Papier. Einfach um da nochmal so ein bisschen andere Struktur hineinzubringen. Das ist das eine. Und jetzt nehmt ihr einen Kleber, und da eignet sich auch wieder der Flüssigkleber, glaube ich, ganz gut, und klebt dieses Papier hier auf eure vorbereitete Trägerkarte. Also, und zwar komplett in der Länge von 15,2 cm. Und da achtet ihr drauf, wenn ihr das zusammenklebt, dass die Ecken gut aufeinander kleben, nicht, dass sich das überlappt. Das kann man nämlich dann mit dem Flüssigkleber auch noch gut korrigieren. Nochmal über den Rand streichen. Und von der Rückseite sollte das denn so aussehen, dass man auch kein Designerpapier sieht. Und von vorne sollte das genau bündig abschließen. Jetzt nehmt ihr euer Falz- und Schneidebrett und falzt ganz normal, kurz andrücken nochmal, bei 10,5 cm. Das ist falsch, da sind 10,5.
ruhig ein, zwei Mal mehr rübergehen, weil ihr jetzt ja zwei Papiere habt, die gefalzt werden. Ihr seht aber, die Falz ist durchgegangen. Dann einmal nachfalzen. Und so geht das Designerpapier dann auch auf die Hinterseite weiter. Ich finde es jetzt mal einen anderen Effekt. So findet sich das hier wieder. Rein theoretisch könntet ihr jetzt Vorder- und Rückseite dieser Karte gestalten. Ne? Das wäre auch nochmal eine ganz nette Idee. Habe ich selber auch noch nie gemacht. Ne? Aber man könnte jetzt die Vorderseite gestalten. Das machen wir jetzt ja auch weiter. Und hier auf der Rückseite vielleicht auch noch den Gruß aufnehmen und da noch was weiteres machen. Also vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu. Fällt mir gerade ein. Kommt jetzt gerade aus der Situation. Dann habe ich ein weiteres Stück Designerpapier mir zurechtgeschnitten aus der Reihe. Das hat das Format 14 cm x 5 cm und das gebe ich jetzt auch schon hier ungefähr so mittig auf meinen gerade beklebten Bereich. Achte auf den Abstand, dass der ungefähr gleich ist vom Rand. Da habe ich jetzt keine Höhenangabe, das mache ich jetzt so aus dem Bauch raus, dass das hier ungefähr gleich ist. So, das ist jetzt schon mal die Titelseite und jetzt stempeln wir. Nehmt euch noch mal ein bisschen Unterlegpapier, das brauchen wir gleich auch noch, das zeige ich euch. Und jetzt stempeln wir einmal mit dieser Blüte, die habe ich jetzt in den Videos ja noch gar nicht benutzt. Das ist die, die ich auch als erstes damals hatte und total schön fand. Dann benötigt ihr einmal natürlich wieder unsere Blume und auch natürlich das Blatt. Das ist dieses hier. Und ich habe mir hier ein kleines Stück vorbereitet in Vanille. Das sind dann 12 cm mal 8 cm. Und ich starte ja, mit der Blume in der Mitte. Die wollten wir in Currygelb. Die setzen wir mittig. Und nach unten hin verläuft sich das, aber nach oben hin achte ich halt drauf, dass ich hier die Blüte komplett erfasse. Dann nehmen wir das Blatt in Lodengrün. Nein, in Lodengrün, Blödsinn, in Lagunenblau. Wie komme ich jetzt auf Lodengrün? Tja. So, und das stempel ich jetzt hier so links daneben. Einmal so. Und mir fehlt ja noch die kleine Blüte und ja, die stempeln wir in Calypso. Die geht hier so in diese Höhe. Und das ist für mich dieses Set, ne? Diese Abdrücke, die finde ich einfach genial. Also, ja. Ich bin nicht der Blumenmensch, überhaupt nicht, aber ich finde das richtig toll. Auch bei Trauerkarten zum Beispiel kann ich mir das sehr gut vorstellen. Einfach diese Blume in einem leichten Grau auf Weiß, stiller Gruß dazu, fertig ist. Eine ganz schicke, edle finde ich auch und neutrale Trauerkarte, die wirklich auch bestimmt dann sehr guten Anklang findet. Das lassen wir jetzt schon so, mehr machen wir gar nicht. Und wir arbeiten jetzt nochmal mit unserer Handstanze und zwar die sternenförmige, so nenne ich sie ja mal ganz gerne. Und da stanze ich mir zwei Stücke aus. Einmal in Aquamarin, das ist der hellere Ton. Und ein Stück wieder in Lagunenblau. Und da könnt ihr natürlich die beiden auch nochmal so versetzt aufeinander setzen. Das mache ich jetzt hier auch, sodass sich die Ecken praktisch nochmal irgendwie in der Mitte treffen oder beziehungsweise am Rand treffen und ich den Stern somit vergrößere. Das sieht dann so aus. Oder so. So, und die hellere Seite benutze ich. Und da stempeln wir nochmal einen Gruß drauf. Da muss ich nochmal liebe Wünsche nehme ich da, das reinige ich mir nochmal. Und das Ganze dann gestempelt in Lagunenblau. Und so könnt ihr das auch noch mal variieren mit der Handstanze. Dann nehmt ihr euch wieder ein Stück auch von dem Band, das passende. Und jetzt setzen wir die Karte nur noch schlussendlich zusammen. Das heißt, einmal die gestempelte Trägerkarte hier vorne drauf. Da wieder auch auf den Abstand achten, dass es ungefähr gleich ist. Und hier unten habe ich etwas höher gestempelt. Hier soll dann auch der Gruß drauf. Das kann das Ganze hier so ein bisschen auch überdecken. Und darunter legen wir uns aber dann noch dieses Schleifenband. Dazu nehme ich dann ein paar Dimensionals.
das befestige ich dann so. Dann gehe ich einmal hier zurück, so dass das hier so rüber geht. Das schneiden wir uns nochmal zurecht. Da wart ihr jetzt aus dem Bild, da habe ich es nochmal rausgeschnitten. Und das Ganze beklebe ich jetzt, oder da geht jetzt nochmal Flüssigkleber drauf. Das sollte auch halten. Kurz festdrücken. Und damit ist die zweite Kartenidee auch fertig. Das habt ihr dann so mit der Rückseite gestaltet. Na, man könnte jetzt hier vielleicht noch schreiben, hier habe ich jetzt liebe Wünsche. Dann könnte man vielleicht auf der Rückseite das Ganze so schreiben zum Geburtstag und da vielleicht auch nochmal die Blumen aufgreifen. Also das ist eine Idee, die versuche ich nochmal umzusetzen. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu, das sagte ich ja schon. Ja, und das ist die zweite Kartenidee für heute. Hier nochmal die erste. Ja, und um das abzuschließen, es war ja so eine Miniserie von zwei Videos, hier nochmal die Karten von gestern. Ne, da haben wir auch mit den Handstanzen gearbeitet. Und hier habt ihr sie nochmal alle im Überblick. Ja, das erstmal zur farbenfrohen Pflanzenwelt. Wir haben jetzt Dienstag. Ich denke, dass ihr am Freitag ein neues Video von mir seht. Und da greife ich diese Reihe auch nochmal auf, weil ich finde sie einfach zu schön. Und da gehen wir dann nochmal ein bisschen mehr auf die Stempel ein, was man da dann so mitmachen kann. Ja, und bis wir uns dann wiedersehen oder da wiedersehen, wünsche ich euch eine ganz tolle, kreative Zeit. Tschüss!